Kollege! Ha, ey, geht's dir gut? Geht's dir? Was? Holt sich ein. Boah, drei. Vier von den Leuten gleichzeitig geholt. Wird er es schaffen zu entkommen? Wird er das schaffen? Ich bin gespannt. Ja, Leute, was geht? Heute gibt es auf jeden Fall wieder eine weitere Challenge auf meinem Kanal. Und heute gibt es die Versuche, nicht beeindruckt zu sein Challenge, Leute. Die ist so ein bisschen ähnlich wie Versuche, nicht wow zu sagen Challenge. Aber heute dürfen wir gar nichts machen, Leute. Also wir dürfen definitiv nicht zu krasse Emotionen zeigen. Wir dürfen nicht zeigen, dass wir mega beeindruckt sind von den Clips, wo wir heute reagieren. Deswegen macht, Leute, auf jeden Fall auch an dieser Challenge mit, Leute. Versucht mal wirklich mitzumachen und nicht allzu krass beeindruckt zu sein. Versucht nicht den Mund zu öffnen oder wow zu sagen oder irgendwas, Leute. Auf jeden Fall macht dann eine Challenge mit und schreibt dann am Ende des Videos, ob ihr die Challenge geschafft habt. Bald wird es auf jeden Fall wieder eine PSN-Kartenverlosung geben. Also Leute, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst Leute einfach kostenlos ein Abo da, um dazu nichts zu verpassen. Und vergesst den Creator-Code IDNight nicht in Fortnite, damit ihr mich auf jeden Fall kostenlos supportet. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Challenge. So, was haben wir hier? Also wir haben jetzt hier einen Ocelot Lynx, beziehungsweise einen Aston Martin, der einfach auf einem Flugzeug ist. Ja, ist halt so mein Alltag in GTA, würde ich einfach mal beschreiben. Spaß, Leute. Ich darf natürlich nicht so beeindruckt sein, deswegen müssen wir auf jeden Fall darauf achten. Genau, subscribe, Leute, abonnieren nicht vergessen. Links zu den Videos ist natürlich auch, Leute, in der Beschreibung zu finden. So, und als nächstes haben wir... Hier, okay, was passiert jetzt? Zweiter Platz. Er wird ihn wahrscheinlich überholen. Ich bin aber gespannt, wie er das machen wird. Nein, oder? Was? Was? Ich bin definitiv nicht beeindruckt. Ich bin verwirrt. Du kannst doch ein Rennen nicht gewinnen. Was? Hä? Nochmal kurz. Ah, das war ein K.O.-Rennen. Und weil er ein Looping war, war er vor dem Checkpoint. Boah, das ist echt nicht sozial. Es ist... Funktioniert der Glitch noch? Ey, der Glitch. Funktioniert der Glitch noch? Das. Ich muss den definitiv mal ausprobieren. Vielleicht kommt er. Oh nein. Eieieiei. Okay, was passiert jetzt? Ich bin aber gespannt. Der Typ fliegt. Warum schon wieder subscribe? Alter. Also, ist jetzt echt nichts, was ich mich so krass beeindruckt. Ist bis jetzt alles cool, okay. Was kommt jetzt? Das ist eher Cop Life. Ich würde sagen, Cop has no life more. gut, als nächstes haben wir jetzt hier Raketenwerfer und der Typ wird wahrscheinlich ihn... Das ist Glück. Das ist Glück. Der Typ... Das ist Glück. Das ist hundertprozentig Glück. Okay, Passivmodus. Ich kenne den Prank. Der wird ihn pranken. Pass auf. Der wird jetzt Passivmodus gehen. Das ist echt nicht mehr feierlich. So, was macht denn der Mechaniker da? Hey, Kollege! Ha, ey, geht's dir gut? Geht's dir? Ja, dann geht's irgendwie gar nicht gut, so. Udaichena Lotnisko LS I. Warte, was stand da? Ich muss es kurz mal lesen. Udaichena Lotnisko LS Iwejdź do Samolotu. Okay, also einfach in ein Flugzeug steigen. Das war polnisch übrigens, Freunde. Ja, okay. Ist okay. Es ist nicht zu krass beeindruckend, muss ich sagen. Okay, was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Ich bin wirklich jetzt erwartet. Die Musik, die scheint auf jeden Fall schon. Okay. Okay. Ich hab's zur Kenntnis genommen. Ich hab den Clip zur Kenntnis genommen. Ey, der hat ihn ernsthaft. Okay. Ja, aber was ist das hier die ganze Zeit wieder Takt live? Warum? Srups, Dienche, mach ein Foto von. Von irgendeiner Gang. Die hat es nicht ernsthaft gemacht. Nochmal, Leute. Nochmal, das ist echt, das ist pures Comedy-Gold. Der Typ soll, der muss sich einfach nur fotografieren. Aber dann kommt die Frau.
Ja, genau. Oh nein, jetzt. Ja, da würde ich mal sagen, tschüss. Michael Sginau, okay. Das ist ja alles Französisch und Polnisch. Okay, den Clip habe ich gesehen. Den habe ich auf jeden Fall schon gesehen, Leute. Das ist cool. Das ist cool. Okay, was haben wir hier? Wir haben jetzt wieder ein paar Stunts und... Okay, das wird jetzt definitiv schwierigeres Kaliber, Leute. Wir sind jetzt zu einem anderen Video gewechselt. Und zwar... Okay, muss zugeben, das war nicht schlecht. Das war nicht... Das ist auch nicht schlecht. Muss ich auch sagen. Was? Was? Mein Kopf verarbeitet das nicht, was da gerade passiert ist. Was bitte ist passiert? Ey, mal kurz bitte in halber Geschwindigkeit. Halbe Geschwindigkeit, Leute. Schaut jetzt, was passiert ist. Er springt nach oben, weicht der Rakete aus und diese Rakete trifft zeitgleich die Hydra, während alles um sich herum explodiert. Was? Alter, Junge, das ist krass. Also, ja, ich gebe es zu. Das ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Das war wirklich ein epischer Clip. Okay, ja, den Clip kenne ich schon. Den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon gesehen, dass es mehrfach bei anderen Leuten eingesendet wurde. Der schmeißt ihn jetzt einfach von der Strecke, holt sich den Checkpoint. Okay, was passiert jetzt? Uiuiuiui. Uiuiui. So. Er fliegt raus! Er hat ihn rausgekegelt. So, 4 Sterne mit dem Laser unterwegs. Gleich sollten allerdings die zielsuchenden Raketen ihn holen. Wird er es schaffen zu entkommen? Wird er das schaffen? Ich bin gespannt. Ja, ich höre den Ton. Er wurde getroffen. Dann springt er raus. Und landet lebendig in diesem Pool von... Was ist das für ein Wasser? Ist es so ein orangenes Wasser? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gut, das ist wieder so einer dieser Curling-Modi. Das ist auf jeden Fall Teamgeist. Er hat ihn einfach rausgeschmissen aus. Er hat ihn komplett einfach rausgeworfen. Das ist schon krass. So, wir haben jetzt hier wieder so einen Gegnermodus. Ich glaube, er klatscht jetzt voll auf die Leute, auf die Runner drauf. Holt sich einen... Boah, 3, 4 von den Leuten gleichzeitig geholt. Der hat denen die Ehre genommen. Das ist Ehre genommen. So, was passiert jetzt? Nein, oder? Alter. Ich glaube, an den Clip konnte ich mich auch erinnern. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Okay, was passiert jetzt? Der wird jetzt einfach nur ganz normal landen, oder? Ja. Ja, klar, ist ganz normale Landung. Okay, wir haben jetzt hier wieder so ein Rennen von diesen... Ich weiß nicht, wie die Autos heißen. Oh. 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 Ah, das ist ein schöner Zweikampf. Ein sehr schöner Zweikampf. Er geht immer noch weiter. Und am Ende gewinnt er. Der rote McLaren P1 gewinnt einfach. Beziehungsweise, er schafft es weiter. So, jetzt schießt er ihn ab. Trifft er ihn? Nein! Der hat ihn gesniped. Aber irgendwie... Hä, das hat voll keinen Sinn ergeben. Alter. Jetzt auch noch den. Jetzt holt er sich auch noch den. Krass. Muss ich sagen... Muss ich auf jeden Fall schon sagen, das ist interessant. Hier, das ist immer das Coole. Das ist irgendwo so ein Stunt-Rennen. Er nimmt eine Abkürzung. Krass. Lol. So, hier wieder so ein Rennclip wahrscheinlich. Ja, der wird ihn jetzt irgendwie überholen. Vermutlich in der Luft, aber da ist ja schon die Zielgerade. Er landet auf ihn. Wow. Also das ist nicht cool. Das ist nicht wow, das ist eher, ja, weißt du Bescheid, ne? Ich hasse das immer, wenn jemand gewinnt, nur durch diese Aufholen-An-Funktion, ne? Das ist so ein richtiger Mario Kart-Modus, ne? Wenn jemand schnell fährt, dann soll er auch bitte Erster bleiben. Weißt du, das macht die Rennen zwar nicht spannender, aber das ist dann wenigstens gerecht, ne? Dann sieht ja immer der Gerechte, ich bin generell nicht so der Fan von, ja. Okay, wir haben jetzt... Schafft er es? Er holt ihn sich?
Was? Wie hat denn das überlebt? Warum sehe ich denn dieses Mal diesen ganzen Clip? Den habe ich doch tausendmal schon gesehen. Ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Dass er von 14 Tornos gleichzeitig abgeräumt wird, aber trotzdem noch auf der Plattform bleibt. So. Aber ich muss doch sagen, den Clip habe ich doch schon gesehen, oder? Oder ist es... Alter. Aber egal. So, wir haben jetzt hier diesen Sumo-Modus. Den kenne ich natürlich. Hat mega, mega Bock gemacht in GTA. Ja, Mann. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Also, der hat ihn richtig die Ehre genommen. Muss ich sagen. So, aktuell auf Platz 1 mit dem Osiris unterwegs. Was passiert jetzt? Er wird versucht, überholt zu werden. Macht einen Barrel-Roll und schmeißt den einfach um. Okay. Okay. Warte mal, da oben, was ist denn das? Ist das eine Hydra? Ja, das war Auto-Aim. Leute, das könnt ihr mir nicht erzählen, das war einfach Auto-Aim. Also bitte, Freunde, das war jetzt wirklich nicht krass beeindruckend. Schaut es euch an. Hier, man sieht ja eindeutig hier, wie das Auto-Aim wirkt gleich. Pass auf, hier. Der ist ja direkt immer mit der Bewegung des Flugzeugs. Und das ist Auto-Aim. Der braucht sich jetzt nicht krass zu fühlen, das kann ja jeder, ne? Da, rein theoretisch kann das jeder mit dem Auto-Aim. Das ist beeindruckend. Das ist definitiv krass. Also da muss ich ein Lob aussprechen. Okay, er weicht dem einzelnen Torno aus. Schafft er es beim anderen? Er schafft es nochmal. Wie der Junge das gar nicht fassen kann. So Leute, und damit sind wir auf jeden Fall auch am Ende des Videos angelangt. Habt ihr es geschafft, Leute? Wart ihr von einigen Clips beeindruckt? Ja, nein, habt ihr die Challenge geschafft? Schreibt es in die Kommentare. Ich muss zugeben, da waren auf jeden Fall einige Clips dabei. Die waren schon echt krass. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, Leute. Deswegen, die Challenge haben wir mal heute nicht geschafft. Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid, Leute, kostenlos abonnieren. Nicht vergessen, Creator-Code IDNight eingeben in Fortnite. Und ja, bald gibt es eine 50 Euro PSN-Kartenverlosung. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Start, Leute. Ich gebe euch bald die Details und wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.